Ja, meine Damen und Herren, Griechenland ist pleite, aber ich erkläre Ihnen heute, wie Sie 9000 Euro am Tag verdienen könnten. Naja. Hallo, werte Ladies and Gentlemen, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Tja, das Referendum in Griechenland ist vorbei und was soll man sagen? Oh, oh, oh. 61,31% der Griechen stimmten mit einem eindeutigen Nein. Nein zu den Plänen der privaten Investoren und Gläubiger. Nein zum auferlegten Sparkurs der EU. Und was soll man sagen? Wenn ich kein Geld habe und ich kein Geld annehme, ganz genau, dann bin ich bankrott. Und zwar so bankrott, wie man nur sein kann. Während die Griechenland-Krise zum Ende hin fast so eine Art persönlicher Kleinkrieg zwischen EU-Politikern und Varoufakis wurde, also dem ehemaligen griechischen Finanzminister, ist finanzwirtschaftstechnisch erschreckend wenig passiert. An der Börse schoss einer der vielen Graphen mal ganz kurz ein bisschen ins Minus. Alle sind total nervös im Kreis gerannt. Dann hat Varoufakis seinen Rücktritt verkündet. Minister no more, schrieb er bei Twitter. Und schon hat sich der Euro ein bisschen erholt. Sorry, das fand ich witzig. Ja, jetzt wird wieder härtestens Krisen gegipfelt. Wir schauen mal, was passiert. Ich halte euch da gerne auf dem Laufenden. Was sagt ihr dazu? Ernst gemeine Frage. Griechenland raus. Griechenland muss in der EU bleiben. Woher will Griechenland jetzt das Geld nehmen, um seine Wirtschaft irgendwo aufzubauen? Denn ohne die kommt ja auch nichts Neues rein. Und vielleicht hat einer von euch jetzt die revolutionäre Idee. Ich bin mal gespannt. Schreibt's da unten hin. Tja, Griechenland könnte es ja so machen wie die beiden cleveren Jungs Arthur Minakov und John Brzezinski. Denen gehört nämlich seit Januar die Website OP-Skins und die verdienen sich zum Krüppel mit dem Kauf virtueller Waffen und Skins. Genauer gesagt Skins aus dem Online-Ego-Shooter Counter-Strike Global Offense. Nun, was machen die? Ja, sie sind so eine Art PayPal für virtuelle Waffen. Leute laden die Skins, die sie verdient haben, auf die Website hoch. Die beiden stellen diese aus, bieten sie zum Kauf an. Derjenige, der sie hochlädt, wird am Umsatz beteiligt. Jemand kauft den Skin, überweist das Geld und sie schicken den Skin erst dann los, wenn das Geld auch da ist. Damit sind sie quasi Treuhänder für virtuelle Waffen, was nicht nur völlig abstrus klingt, sondern die beiden verdienen damit auch noch um die 9000 Euro am Tag. Da sie allerdings nur am Transfer und der Übermittlung der Skins von anderen Spielern an einen anderen Spieler beteiligt sind, heißt das im Umkehrschluss, wenn sie 9000 Euro am Tag verdienen, hat die ganze Website ein Tagestransfervolumen von ungefähr 108.000 Euro täglich mit CSGO-Skins. Ja, fick doch die Wand an! Herzlichen Glückwunsch an die beiden. Was heute mit dem Internet und einer simplen, guten Idee möglich ist, Epic Triple Clap. Oder um eben eins meiner Lieblingsmemes zu zitieren, I'm not even mad. This is amazing. Aber was haltet ihr davon? Könnt ihr das nachvollziehen? Ja, bin ich gespannt drauf. Tja, die AfD, also die Alternative für Deutschland, ist mit ihrer Selbstzerlegung immer noch nicht fertig. Aber sie stabilisiert sich jetzt vielleicht in eine Richtung. Am Samstag wurde eine neue Parteispitze gewählt und siehe da, nachdem Bernd Lucke ein Stück weiter nach links gerudert ist, extra angesagt hat, die AfD hatte nie vor, eine Pegida-Partei zu werden. Tja, kannst du mal gucken, das hätte er mal lieber nicht gesagt, denn die rechten Hardliner in der Partei haben sich für die rechte Alternative von Bernd Lucke entschieden. Nämlich Frauke Petri, die die Wahl zur Parteiführerin mit knapp 60% gewonnen hat. Ja, und in der AfD spricht man jetzt von einer ganz neuen Chance. Und zwar der Chance für die ganzen rechten Hardliner in der Partei, endlich auch auf Gehör zu stoßen. Also, auf noch mehr. Tja, und im Umkehrschluss, lieber Herr Lucke, heißt das leider auch, doch, Ihre Partei ist eine Pegida-Partei. So, Freunde, Ladies, Gentle-Nerds, jetzt noch was Wichtiges. Am Freitag habe ich einen Termin mit einer jungen Frau, nämlich der hier. Ja, Angela Merkel, mit der werde ich am Freitag ein bisschen schnacken, und zwar mit euren Fragen. Unter dem Hashtag NetzFragtMerkel, hier riesig groß eingeblendet, NetzFragtMerkel, könnt ihr so ziemlich jede x-beliebige Frage stellen, die euch aus dem tiefsten Herzen interessiert, von denen ich dann ein paar aussuchen werde. Richtig geil wären natürlich auch Videofragen, sei das jetzt auf Instagram oder Twitter oder YouTube, ganz egal, Hauptsache alles unter dem Hashtag NetzFragtMerkel. Ich freue mich extrem auf eure Fragen, ich freue mich extrem, wenn auch die ganz Jungen oder eben doch die nicht mehr ganz so jung unter meinen Zuschauern mitmachen. Alles, was euch interessiert, alles, was euch bewegt, alles, was euch beschäftigt, wütend macht, völlig egal. Ich schaue mir das an, suche da ein paar raus und dann wird am Freitag mit der Angela darüber geschnackt. Nächsten Montag kommt dann logischerweise das Video dazu. Ich freue mich auf euren Support und wir sehen uns gleich auf der Endcard. Aloha, hey, Däumchen wären Träumchen, wisst ihr ja, hilft mir sehr und freut mich wahnsinnig. Hashtag dieser Endcard sparen wir uns mal, weil die ganze Folge unter einem riesen Hashtag Netzfragt Merkel.
Geld steht. Und falls ihr nach eurem großartigen Support noch eine Weile habt, dann da drüben Let's Play Gedöns, da oben Gaming und Nerd Gedöns, wo heute wieder ein neues Gladiator Nerds kam, wo ich gegen Frodo angetreten bin. Zieht euch mal rein, ist ganz frisch aus dem Ofen raus. Euch jetzt noch einen traumhaften Tag. Wir sehen uns spätestens am Donnerstag wieder. Bis dahin, macht's nicht gut, macht's besser. Community High Five in 3, 2, 1. Bam!